Thank you.
Liebe Kat und Musikliebhaber, Peter Herbolzheimer benutzte diesen Text immer, wenn seine Musiker einlud, wieder zusammen schöne Musik zu machen. Wir hoffen, dass sein Text auch als Einladung zu unserem Konzert zu Ihnen passt. Wir fangen jetzt an mit Sweet Lorraine. Dieses Stück wurde komponiert in 1918 von Cliff Burwell. Der Jazzpianist Nat King Cole wurde 1940 durch seine Aufnahme dieses Stück jetzt als Sänger bekannt. Sie hören auf der Klarinette Oliver Leicht und am Klavier Martin Sasse und endlich wieder ein Bass-Solo von Hans Klawisnik. Thank you.
Eet und Eet, das ist eine Komposition des Gitarristen Pat Metheny. Pat hatte mit Dave Holland und Schlagzeuger Roy Haynes eine Platte aufgenommen, deswegen diese zweimal H. Sie hören auf der Sopransaxophon Tony Lakatos und an der Trompete Axel Schlosser. Thank you.
Wir machen weiter mit Grooving on Dr. John. Dr. John war ein Singer-Songwriter, der in den 50er Jahren in New Orleans sehr bekannt war. Sein New Orleans Groove hat Herman Smith, einer der besten Jazzpianisten Österreichs, so inspiriert, dass er ihm dieses Stück widmete. Peter hörte diese Komposition, als Erwin sie zusammen mit Heinz von Hermann in Köln aufführte, und er wurde sofort inspiriert, sie auch für seine Band zu schreiben. Sie hören auf Posaune Christian Jakschö und Heinz-Dieter Sauerborn spielt Altsaxophon. Thank you.
Sie haben gerade Christian Jakschö auf die Posaune gehört und ich möchte bitte auch die anderen Posaunisten vorstellen. Wir haben auf zweite Posaune Simon Harrer. Simon. Und erste Posaune ist Günther Baumann. Und von meiner Frau, die Sängerin ist, habe ich gelernt, dass im Chor die Basssänger lange Stimmbänder haben, wegen dieser tiefen Töne. Deswegen sind diese Bässe meistens, also normalerweise, große Männer. In der Band werden die tiefsten Töne aller Bläser von Bassposaunisten gespielt. Und deshalb denken viele Leute, dass Bassposaunisten auch groß sein sollten. Es gibt jedoch Bassposaunisten, die klein und tapfer sind. Und unser Bassposaunist ist sehr tapfer und talentiert, Robert Hedemann. Wir machen weiter mit Better Days Ahead. Das ist eine Komposition von Pat Messini. Pat hat nicht nur viele Kompositionen geschrieben, aber auch viele Gitarren und Verstärker gesammelt. 48 Gitarren und nicht weniger als 30 Verstärker. Wir machen weiter mit diesem Stück. Wir haben als Solist Martin Scales auf Gitarre und Martin Sommer auf Klavier. Thank you.
Thomas Tabernoff, de bassist van Peters Band, lernte Latijn in de Schule. En er schätzte besonders den uralte Grundsatz des römischen Rechts et altera pars, den Titel seiner Komposition. Es klingt nicht nur schön, sondern die Bedeutung, man höre auch die andere Seite, ist auch in unserer Zeit sehr wertvoll. Und für Musiker ist diese Sache selbstverständlich. Wir müssen immer auf den anderen hören. Also et altera pars. Und ich freue mich schon jetzt auf das schöne Spiel unseres Solisten, Posaunisten Günter Bormann. Thank you.
ons er niks een stuk filibuster. In parlement bedartet er die tactiek aan de minderheid door dauerreden een besluitvassing door die meerheid te verhinderen of te verzögeren. Zum Beispiel wird ein Telefonbuch vorgelesen. Da kann man nichts machen. Unsere Solisten sind auf Saxophon Stefan Weber und Heinz-Dieter Sauborn. Und ich möchte Ihnen auch den Mann vorstellen, der immer mit seinem Bariton, dem Saxophonsatz, eine solide Grundlage gibt, Rainer Heute. Thank you.
Just like that is eines meiner Lieblingsstücke von Peter. Es fängt an mit einem meditativen Intro und dann spielt der Solist zuerst in zwei und dann in vier. Dann kommt der Hintergrund, gefolgt von einem soliden Tutti mit Eier, wonach wir allmählich zur Intimität des Intro zurückkehren. Unser Solist ist Tony Lakatos. Dieser Heldentenor ist seit 28 Jahren bei der HR-Band und spielt immer noch wie ein junger Gott. Just like that. Thank you.
Ich möchte Ihnen die Trompeten vorstellen. Sie haben gerade diese schöne hohe F unserer ersten Trompeter Frank Wellert gehört. Zweite Trompete ist Thomas Vogel. Und Martin Auer spielt die dritte Trompete. Und Sie haben Axel Schlosser schon als Solisten gesehen. Und ich möchte auch die HR-Band für ihre großartigen musikalischen Beiträge ein großes Dankeschön sagen. Darüber hinaus möchte ich auch mich bei Micke und Oliver Herbesheimer bedanken für ihre liebevolle Betreuung von Peters Noten. Wir spielen jetzt unser letztes Stück, La Fiesta von Chick Corea. Thank you.
Wir haben noch eine Zugabe, Kommissar Genovo von Ivan Lins. Bei Peters Band hat Ak van Rooyen immer de solo gespielt, wenn Peter dieses Stück als Zugabe spielte. Und unser Solist ist jetzt Axel Schlosser.
De Band und ich, wir bedanken Ihnen vielmals für Ihre liebevolle Aufmerksamkeit für die Musik des Mannes, die so viel Bedeutung hat für die Big Band Kultur in Deutschland, Peter Herbolzheimer. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.